Hi Leute, ich dachte, ich spiele mal wieder ein bisschen Sims. Ach ja, da war ja was. Ich habe heute schon ein bisschen Sims gespielt. Es ist Donnerstagabend. Ich habe hier sämtliche Lichter angemacht, weil es halt draußen dunkel ist. Wer den Gaming-Kanal ein bisschen verfolgt, hat vielleicht bemerkt, dass hier dass hier ein bisschen was, ein bisschen vielleicht, ach Mann, das ärgert, aus den Fugen geraten ist. Demo-Donnerstage kommen nicht, Final Fridays haben, also The Finals hat kein Thumbnail. Ja. Und Sims ist auch ausgefallen. Man könnte jetzt erklären, warum. Zum Beispiel, dass ich medizinisch gesehen eine blöde Diagnose bekommen habe, so dass ich aktuell halt neben ich muss ständig zu irgendwelchen Terminen ins Krankenhaus und zu irgendwelchen anderen Arztterminen und brauche Überweisungen und Einweisungsscheine und sonst was. Ja, abgesehen davon mache ich halt einfach, worauf ich Lust habe. Und ich war irgendwie nicht so motiviert. Ist ein Träumchen. Irgendwie nicht so motiviert, mich um YouTube zu kümmern. Ja. Deswegen. Und jetzt, gerade im Moment, habe ich schon Lust, Sims zu spielen. Weshalb ich jetzt Sims spiele. Und ich jetzt quasi nicht meinen privaten Spielstand weiterspiele, sondern mir dachte, okay, dann nimmst du halt ein bisschen Sims auf. So ganz durchdacht war das nicht, weil ich muss das ja dann auch noch hochladen und ein Thumbnail erstellen und die ganzen Einstellungen machen. Naja, mal gucken. Was haben wir heute? Den 8. August. Das heißt, das Video müsste am 10. August online gehen. Wenn es das nicht tut, sondern erst später, dann hatte ich wohl keine Lust, mich noch um den Rest zu kümmern. Ja, shit happens. Okay. Es ist ein bisschen anstrengend, dass dieses Haus so unglaublich leer ist. So unglaublich nichtssagend an Ausführungen. Und wir brauchen doch noch unsere eine Mitbewohnerin. Kennst du die auch? Und du siehst aber auch hübsch aus. Weiß ich nicht. Nee, kennst du nicht. Du kennst. Warte mal. Amy ist das, mit der wir zusammen wohnen. Megumi war mal unsere Nachbarin. Kim wollten wir doch noch mit hier drin haben. Ja, das ist so eine Sache. Wenn wir jetzt gleich an die Arbeit müssen, wird das wohl nichts. Du gehst bitte in die Richtung, wenn, weil du zur Arbeit musst. Und du musst zur Arbeit und du nicht. Na, das macht doch hier. Guck mal, wir können hier die Schüssel füllen. Das wäre doch schon mal eine Maßnahme. Und wir sind schon Level 7. Haben wir schon so viel? Okay. Können wir irgendwie hier noch. Ne, ist immer noch Frühstück. Dann können wir doch hier mal Kim anrufen. Claudia? Können wir nicht. Ach, die ist gerade beschäftigt. Aber ich denke, wir können plaudern. Muss sie gerade arbeiten? Sozialhasefreundschaft, ach du meine Güte. Früher konnte man die doch mal aufs aktuelle Grundstück einladen. Können wir vielleicht, weiß ich nicht, noch eine SMS schicken? Müssen wir heute überhaupt arbeiten? Nee. Das ist doch schon mal gut zu wissen.
Guck mal, du kannst doch hier den Topf nochmal in Form schneiden. Das haben wir doch sonst immer gemacht. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Und ansonsten. Ey, Katze ist zurück. Wo ist die Katze? Willkommen heißen. Wenn du das fertig geschnitten hast, kannst du das tun. Jetzt kannst du das tun. Machst du schon? Juhu, die Katze ist zurück. Ich musste gerade noch ein Patch runterladen. Ich wollte dich bürsten. Wo kann ich dich? Ich wollte da ausbürsten. Und irgendwie scheint es ein bisschen, also angeblich sollte es ja Bugs beheben, aber irgendwie wirkt das eher so auf mich, als hätte es eher Bugs mit reingebracht. Naja. Oh nein, das ist ja alles kaputt hier. Leute, das ist ja unpraktisch. Können wir jetzt hier... Kim. Ach, Mensch. Vielleicht muss ich gerade arbeiten, ich weiß es nicht. Haarige Gefühle, weil Katze geküsst hat. Okay, also wieder vereint, ja. Ich liebe die Hitze, okay, sehr lecker. Spürbare Liebe, trautes Heim, Glück allein, okay. Stinkendes Tier, ja, wir bürsten es doch gerade. Was? Nein, wir wechseln jetzt nicht schon wieder den Job. Aber auf Toilette könnten wir ja mal gehen. Da zum Beispiel. Hat es jetzt geruckelt? Ach du meine Güte. Okay, das ist ja uncool. Hier klingelt das Telefon. Okay, du könntest ja zum Beispiel schon mal mit Kollegen Kontakte knüpfen. Weißt du, das Tier ist übrigens wieder da. Du musst jetzt nicht mehr traurig sein. Aber das ist okay. Als was? Wir haben dir doch einen Job verpasst. Was, 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 was? Freundschaftliche Zusammenführung. Ach so. Siehst du, bist nicht mehr traurig. Wunderschön. Amateurunterhalterin. Witze schreiben, Musik üben. Okay, wir müssen trainieren. Bist du nicht bald mal fertig mit Bürsten? Jetzt. Okay. Wir haben Besuch. Hier. Kannst ja mal reinkommen. Ja, gut, bis wir das ausführen. Warte mal. Geh erstmal auf Toilette. Dann kannst du gegebenenfalls Megumi reinlassen. Und ansonsten. Wenn sie noch da ist. Ist sie noch? Sehr schön. Ansonsten wäre ich nämlich dafür, dass du hier das mal reparierst. Und wir vielleicht hier mal gucken. Können wir hier auf Freundschaften gehen. Kim. Ist immer noch beschäftigt. Das ist ja unpraktisch. Du darfst du kommst in mein Zimmer? Echt? Okay. Habe ich das erlaubt? Ach hier, wir haben unseren komischen Lautsprecher dahin getan und wir haben da diese Musik. Okay, wir können schon mal Teile plündern zum Beispiel. Und dann wegwerfen. Damit hier ein bisschen in Ordnung ist und nicht der Müll überall auf dem Rasen rumliegt. Okay. Weiß nicht, wollen wir Zuspruch geben? Wir können nochmal eine SMS schicken. Es ist ein bisschen schwierig, an Kim ranzukommen, oder? Oh nein! Du bist krank, aber du bist nicht meine Katze. Okay. Ausgezeichnete Gemälde fertigstellen, Gemälde in einem Museum betrachten oder bewundern. Ja gut, das eilt ja dann nicht. Weil bis wir 10 ausgezeichnete Gemälde fertig haben, wird es wohl auch eine Weile dauern. Aber wir könnten ja zum Beispiel nochmal ein großes realistisches Gemälde malen.
Dann werden wir doch einfach ein bisschen künstlerisch aktiv. Malst du jetzt auch was? Oder meine Güte, ist das eine Beleuchtung hier? Huch. Genau, schwing mal den Pinsel. Ui, du schwingst den aber wirklich. Diese Beleuchtung hier ist aber auch ein bisschen katastrophal. Weil irgendwie sie gar nicht beleuchtet ist und alles andere rundherum schon. Amy hat Geld mitgebracht, das hast du aber toll gemacht, Amy. Wo bist du? Da bist du. Ist mir Gummi noch da? Wir wollen freundlich zu Nancy sein und ein Buch analysieren. Ach, Megumi ist noch da. Gucke mal, versuchen vorzustellen. Warum bist du jetzt traurig? Ach, weil du Merkmal düster hast. Ach ja, irgendwie ist ja in eine Depression reingerutscht, da war ja was. Ach ja, das ist ja unser Kleiderschrank. Wild. Naja, hübsch jedenfalls. Es sind halt auch sehr viele Fenster. Apropos Fenster, es gibt doch Grundstücksmerkmale. Wir können doch hier. Sind da? Nee. Hä? Hier! Guck mal, wir haben. Genau das da. Natürliches Licht wäre auch nochmal eine Maßnahme. Was Ruhe und Frieden. Ja, dann lass mal doch das. Was ist denn ein Öko-Grundstück? Aha, okay. Nein, dann lass mal das erstmal so, hätte ich jetzt gesagt. Ein bisschen aufgeregter. Okay. Man muss auch mal ein Lama-Witz machen. Nach Interessen fragen. Mehr können wir nicht nach Interessen fragen und Bewunderung ausdrücken. Ja, dass das auf Dauer langweilig ist, ist mir schon klar. Okay, dann nicht. Aber wir wollten doch an dein Bücherregal. Wir haben kein Bücherregal, oder? Können wir an dein Bücherregal? Kann ich hier hingehen? Nein. Wir brauchen ein Bücherregal. Bücherregal. Irgendwann muss ich das hier auch nochmal in hübsch machen. Guck mal, wenn du Bücher total toll findest, dann wäre doch ein großes Bücherregal irgendwie mal. Die sehen ja irgendwie alle ein bisschen langweilig aus. Da stehen ja nicht viele Bücher drin. Schwierig. Was ist eigentlich so schwer daran, ein hübsches, volles Bücherregal zu machen? Ach du meine Güte. Warum? Das geht ja noch am ehesten. Aber so richtig überzeugt bin ich davon nicht. Ich meine, wer hat denn ein Bücherregal, wo zwei Fächer frei sind? Also, Leute. Das ist sehr unrealistisch. Genauso das. Was soll das für ein Bücherregal sein? So ein Eckding ist ja auch irgendwie. Ach, jetzt verstehe ich das Eckding. Ach, okay. Das gehört zu dem hier dazu. Damit du da quasi runde Dinger da dran machen kannst. Ja gut, das wäre natürlich auch eine Option, ne? Dass wir quasi in die Ecke das so stellen und da dann so eine lustige Rundung dran klatschen. So,
kriegen wir das hier irgendwie nochmal in, weiß nicht, irgendeiner sinnvollen Farbe? Irgendwie erstmal nicht. Komm, dann lassen wir es erstmal so und dann hat sie erstmal ihr Bücherregal, damit sie, also eigentlich sollst du es nicht lesen, eigentlich sollst du es nur öffnen, damit du hier das analysieren kannst, weil du es analysieren möchtest. Das wäre doch mal nicht schlecht, oder? Megumi geht. Okay. Okay, wir sind hier voll inspiriert, weil wir diese Dinger gemacht haben. Diese Grundstücksmerkmale hinzugefügt haben. Okay. Bringt... Das bringt sogar was. Finde ich ja schon mal nicht schlecht. Also entweder machen wir ganz schön viel Strom oder wir verbrauchen auch einfach nicht viel. Vielleicht kommt das aber auch einfach noch. Ich meine, es ist auch Sommer, ne? Da sollte schon was rumkommen, so allein schon vom Dach. Wenn du fertig bist mit dem Buch analysieren, kannst du ja schon mal Reste nehmen. Hä? Ach ja. Guck mal, können wir das nämlich auf Plopsi anbieten. Hat die einfach von alleine? Das war immer ausgezeichnet. Das jetzt auch auf Plopsi anbieten. So, genau. Da haben wir ja, wie gesagt, so schon mal was gekonnt. Jetzt wollte ich aber noch mal gucken. Wie sieht es denn aus mit unserer lieben Kim? Das geht immer noch nicht. Das ist ein bisschen anstrengend. Gefällt mir nicht so gut. Aber was soll's. Och. Oh Gott. Das, also... Hä? Also von Weitem hat man es gesehen. Der Schein geht halt auch weg, wenn man... Wie dumm ist das denn? Von Weitem hat man jedenfalls gesehen, dass da sieht man es. Da fliegt viel Zeug rundherum. Und wenn man näher rankommt, ist es einfach weg. Das ergibt doch irgendwie keinen Sinn, oder? Das ist ein bisschen uncool. Achso, du hast Hunger. Ja, du kannst doch dann was essen. Hast du da so schön... Guck mal, können wir nochmal spielen. Warum läuft eigentlich der Fernseher, während wir hier irgendwie nicht so, warum latschen mir Leute übers Grundstück? Das finde ich ja irgendwie uncool. Das ist meine Mülltonne. Wir können aber immer noch mal Teile plündern. Das ist ja auch nicht verkehrt, oder? Dann lass uns das tun. So, und dann möchten wir bitte das entsorgen. Nein. Warum ist denn Kim nicht... Das finde ich ja irgendwie uncool. So, Meredith ist nämlich verheiratet. Mariko vielleicht nicht. Aber ich wollte doch Kim in meine WG haben und nicht Mariko. Kennst du irgendjemanden? Lia halt. Gut, die haben wir ja kennengelernt. Ja, weiß ich nicht. Wäre natürlich auch eine Option. Wenn du dann... Oh, du liegst in der Badewanne. Okay, ja gut, kannst du auch machen. Aber du musst halt, wie gesagt, essen. Bist jetzt fertig mit Essen, dann kannst du das auch einfach aufräumen. Aufräumen. Und dann gehst du bitte hier oben auf Toilette und von mir aus eine Dusche singen. Buch in der Bibliothek lesen. Okay, ja, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Es ist mitten in der Nacht. Das ist ja überhaupt keine gute Idee. Ja. Ja. Mariko. Hallo. Keine Ahnung. Über Logikritze reden? Es ist mitten in der Nacht. Oh Mann. Okay. Was? Okay. Ja.
ein Gefühl. Ah, du kannst aber dann schon mal schlafen gehen. Und du dann auch? Das wäre doch mal eine Maßnahme, das. Und dann kannst du das aufräumen. Schlafen. Ja, das kriegen wir hin. Ihr habt euch nicht. Wie kann man denn. Okay, das können wir aber mal anpinnen. Irgendwie hat das nicht so. Ja, geh bitte nach Hause. Danke. Jetzt, also. Okay. Nope. Okay. Alles klar. Verrückt. Alles verrückt hier. Okay. Also. Gab's mal wieder eine Folge Sims? Ich. Was? Nein. Hör doch auf, den schnellen Vorlauf zu aktivieren, bitte, ja? Danke. Wenn ich jetzt keine Folge nur aufnehme, wie spät ist es denn? Kurz nach 10. Ich sollte ins Bett gehen. Morgen früh klingelt der Wecker. Ja, wenn ich. Ja. Es wird wohl die Woche darauf wieder keine Folge Sims geben. Egal! Wir haben jetzt einfach Sims aufgenommen. Und wir sehen uns irgendwann wieder, wenn mal wieder eine Folge Sims kommt. Irgendwann gibt es vielleicht auch mal wieder eine Regelmäßigkeit. Ich weiß es nicht. Ich muss erstmal selber mit der Situation klarkommen. Tschüss!